Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir möchten euch da was vorstellen. Erstmal Gruß aus dem Münsterland, das ist ja inzwischen obligatorisch und gehört dazu. Was ich euch heute zeigen möchte, ist die große alte Mutter Lennepe kann was Neues. Und zwar hat die was Schickes Neues gemacht. Das zeige ich euch jetzt einmal hier im Fahrzeug kurz. Und zwar sieht man das, na, hier. Lennepe hat eine neue hydraulische Hubstützenanlage auf den Markt gebracht. Ja, wieder mit dem Bedienteil hier drin. Nee, ist ja gelogen, weil das Bedienteil nehme ich stumpf weg in die Hand und nehme es mit nach draußen an den Ort des Geschehens. Das ist das, was das wirklich jetzt sehr, sehr interessant macht. Ich habe das Bedienteil jetzt in der Hand. Der Wagen ist im Moment aufgebockt. Das kann man jetzt hier ganz gut erkennen. Hier sieht man auch mal im Detail einmal die Montage der Hubstützen. Da kann man das mal eben sehen, wie das jetzt aussieht. Und was ich jetzt mal einmal mache, ist die Bedienung. Ganz simpel und einfach. Ich habe natürlich auch alle Möglichkeiten der manuellen Bedienung. Ich sage aber auch einfach mal All In. Und was dann passiert, ist, das Fahrzeug fährt rein. Die Hubstützen fahren rein, nicht das Fahrzeug. Und da sieht man, das geht hier wirklich super schnell. Das ist also wirklich jetzt eine Sache. Wir sind jetzt insgesamt bei 5-6 Sekunden und es ist schon fast alles drin. Und erledigt ist das. Das gute Stück steht wieder komplett auf eigenen Beinen und ist jetzt fertig. Jetzt habe ich hier die Fernbedienung in der Hand. Ich habe sie mal hier. Und was ich jetzt mache, da unten kann man jetzt ganz gut erkennen. Auto Level. Ich drücke einmal die Taste Auto Level. Es piept einmal und ab da geht es schon los. Dadurch, dass die Elektronik weiß, dass das Fahrzeug vorher schon nicht gerade stand, fängt er jetzt erst an, die Seite runterzufahren, die nötig ist. Und nicht alles komplett, sondern er sagt jetzt erstmal, mir reicht es, wenn ich hinten... Oh, ich habe eine falsche Taste gedrückt. So, wir hatten gerade mal einen kleinen Unterbrecher, darum jetzt nochmal. Also jetzt steht das Auto einfach hier, ich sage jetzt mal krumm und schief auf dem Hof, was ja nicht wirklich wahr ist, sondern es steht schon ein bisschen schief, aber nicht zu sehr. Jetzt nehme ich hier die Fernbedienung nochmal in die Hand. Wie gesagt, Fernbedienung und Display für innen ein und dasselbe Teil und drücke einmal einfach die Taste Auto Level. So, und jetzt hört man einen kurzen Piepton und schon geht es los und sie fängt an, hinten als allererstes die Stützen runterzufahren, weil sie weiß, durch die eigene Elektronik drin, dass er hinten schiefer steht. Also sagt er jetzt erstmal hinten das Ganze runter. Wir machen mal einmal den ganzen Vorgang, dass man das sehen kann. Die Lautstärke ist sehr moderat. Wie gesagt, jetzt gehen einmal hinten beide Stützen runter. Und dann anschließend machen wir das Ganze. Jetzt gehen vorne. Da ist es. Zack. Jetzt hat er ihn einmal kurz aufs Level schon mal gehoben. Und jetzt macht er nur noch den Rest und stellt das ganze Auto jetzt gerade. Und das Ganze hat jetzt so schnell funktioniert, dass man wirklich sagen kann, also das ging jetzt wirklich ausgesprochen schnell. Ich sag mal, der ganze Nivellierprozess hat nicht länger jetzt gedauert als etwa eine Minute. Das Auto steht. Jetzt kommt noch einmal ganz kurz ein Nachnivellieren. Einfach nur eben kurz, um nochmal wirklich genau ins Lot zu gehen. Und dann bekomme ich, wenn sie jetzt sofort fertig ist, dauert einen kleinen Moment. So, ich denke mal, das war's jetzt. Und was wir jetzt haben, ist, wir kriegen hier auf der Anzeige, was man jetzt leider in der Sonne nur sehr schwer erkennen kann, sehen wir jetzt einfach, hier in der Mitte, man kann es so erkennen, das grüne Lämpchen, was jetzt einfach heißt, Fahrzeug ist im Lot. Ich habe natürlich auch die manuelle Steuerung mit allem drum und dran. Ist natürlich eleganter, wenn ich es von außen machen kann. Ich kann gleich sehen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. So, jetzt packen wir das ganze Ding einfach wieder hier rein. Und in dem Moment, wo ich das hier wieder reinpacke, ist es über den internen Bus mit der Steuerung unten verbunden. Und das war es jetzt schon. So eine Hubstützenanlage, die kostet natürlich 3,50 €, das wissen wir alle. Die sind einfach nicht
so günstig zu haben. So eine Hupenstützenanlage, bis sie drin ist, kostet halt eben gute 6.000 Euro. Oder ein bisschen mehr. Da kommt es einfach auch darauf an, wie das Fahrzeug gearbeitet ist. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, ganz ehrlich, wie alt das Auto ist. Denn wenn das jetzt so eine alte Karre ist, ist der Aufwand natürlich größer. Aber ansonsten, das ist schon eine sehr edle Geschichte. Wir haben jetzt hier bei dem Auto einen regelrechten Freihub an der Hinterachse. Vorderachse steht noch relativ weit unten, aber er steht bocksteif. So, und jetzt muss sich jeder überlegen, ist es eine hydraulische Hubstützenanlage, die ich brauche, oder reicht mir die elektrische Hubstützenanlage? Der Preisunterschied ist massiv. Das muss man einfach sagen, der ist wirklich massiv, der Preisunterschied. Und wenn einer sagt, mir reicht die elektrische Hubstützenanlage, anrufen, für die hydraulische auch. Ansonsten finde ich das, was Linnepe da jetzt produziert hat, schon sehr oberamtlich. Und sag, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr was zu wissen wollt, ruft wie immer an. Wir sagen ganz unverblümt, was wir davon halten. Ganz ehrlich, das kriegt von mir einen Daumen hoch. Passt, funktioniert super. Und vielleicht eine Sache würde ich euch gerne noch mal eben zeigen, wenn ich darf. Und zwar noch mal einmal ganz kurz. Die Pumpe wurde hier hinten reingebaut, unter diesem schwarzen Kasten. Den hat unser hauseigener Schreiner, unser Thomas, gemacht. Super edel, super schick. Es fällt überhaupt nicht auf, dass das jetzt ein neues Teil ist, was ins Fahrzeug reingekommen ist. Ich hoffe, ihr findet das gut und ich freue mich über ein Like. Gerne abonniert uns, denn ihr werdet auch in Zukunft wie immer mit neuen Sachen versorgt. Das, was wir neu machen, das bekommt ihr von uns natürlich als Info. Ansonsten sage ich viel Gruß aus dem Münsterland, einen nicht allzu heißen Sommer, viel Spaß, gute Fahrten, bis dahin und tschüss.